beides ein mega aufregender Tag, weil heute kommen 3 Freundinnen von mir aus Deutschland und die bleiben eine Woche und ich halte das alles fest auf Kamera, natürlich. Aber bevor die kommen, habe ich noch einiges zu erledigen, inklusive alles sauber machen, Video fertig machen. Ich glaube, zu mehr habe ich keine Zeit. Deswegen, let's go! Jetzt 15.30 Uhr und ich fahre zum Hauptbahnhof und hole meine Mädels ab. Ich freue mich mega. Ich bin so aufgeregt. Das wird eine richtig, richtig coole Woche. Okay, Maria will ein Interview machen. Okay, Maria, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Aussichtsturm und essen Donuts. Yeah. Schwäbisches Kompliment. Und wie ist es? Super. Lecker. Guten Morgen! Sauna. Wer will starten? Es war kalt. Kalt? Dann kalt. Und mir warm. Du darfst auch noch ein Fazit ziehen. War echt schön. War gut. Habe ich zum ersten Mal gemacht. No. Hat viel Spaß gemacht. It's Kässpätzle-Time. Wow! Wow. Wie ein Profi-Tanne. Wir haben dann abends Kässpätzle gekocht, was mir einfach so ein krasses Gefühl von zu Hause gegeben hat. Und meine international Friends haben es auch probiert und die waren alle happy. Und dann am nächsten Tag ging es los, sehr aufregend, denn unser Roadtrip startet. Wir haben das Auto vollgepackt und dann ging es los. Der Rest ist warm, aber mein Füße ist in der Arsche. Ja.
Oh mein Gott, Hanne, wie hast du das gemacht? Geh einfach schnell. Da bist du mittlerweile wieder relativ. Das ist meine Abdruck. Alles okay? Oh mein Gott. Das tut ja voll weh. Au! Oh mein Gott! Zu laufen und die Natur zu beobachten. Und dann ging es auf ein bisschen Erkundungstour. Ich liebe es einfach, jeden Morgen an den Steg zu laufen und mich zu strecken und einfach die Natur zu genießen. Und das war auch leider schon der letzte Morgen, an dem wir in der Hütte waren. Und dann ging es auch schon wieder heim mit dem Auto. Wie war das Cottage? Geil! Und wir waren alle ein bisschen traurig, aber auch happy, als wir dann ein paar Stopps gemacht haben in der Natur und ja, nochmal alles aufsaugen konnten. An Tag 7 und 8 habe ich gar nichts mehr gefilmt. Wir sind nach Helsinki gefahren und haben da noch 2 schöne Tage verbracht, bis die Mädels dann wieder heimgeflogen sind und ich den Zug nach Tampere genommen habe. Die ganze Woche war so intensiv. Wir haben so viel zusammen erlebt und so viel Spaß gehabt und gelacht. Ich freue mich echt wieder, die Mädels zu sehen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Windig? Windig. Und da filmt sie schon wieder. Da filmt sie. Was ist hier in der Sitzbank gekommen? Ich hab deinen Arsch gekriegt. Ja, den Arsch geschlagen. Soll ich, er hat das aber doch vom Po wegschieben, oder nicht? Ja, am Boden drücken. Und hier hab ich... Ja. Das war aber ein Vogel. Hallo! Bye bye!
Jackie geht jetzt Pippi. Viel Spaß, Jackie. Ist. So, fertig.